Bis 2045 soll Deutschland auch mit Hilfe von Wasserstoff klimaneutral werden. Das Problem? Bis zu 70% des Wasserstoffs müssen importiert werden. Das Kabinett berät deshalb über eine Strategie zum Aufbau der nötigen Infrastruktur. Im Fokus steht vor allem der grüne Wasserstoff. Um Wasserstoff zu gewinnen, muss Wasser, also H2O, in seine beiden Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt werden. Das geschieht mit Hilfe von Strom. Die sogenannte Elektrolyse ist seit mehr als 150 Jahren bekannt. Generell ist Wasserstoff immer ein farbloses Gas. Je nach seinem Ursprung aber bekommt er verschiedene Farben zugeordnet. Für die Produktion von grünem Wasserstoff wird Strom ausschließlich aus erneuerbaren Energien, also Wind, Wasser und Sonne, verwendet. Er ist also klimafreundlich. Verflüssigt kann der Wasserstoff per Schiff oder in Pipelines transportiert werden. Deutschland und Europa werden aus eigener Produktion wohl nicht genügend grünen Wasserstoff herstellen können. Daher sind sie künftig auch auf Lieferungen aus Ländern wie Kanada, Süd- und Westafrika sowie auch Australien angewiesen. Dort gibt es genügend regenerative Energie, aber es müssen noch ausreichende Produktionsstätten aufgebaut werden, um grünen Wasserstoff herzustellen. Nachgefragt bei Jannik Penz im Hauptstadtstudio in Berlin. Die Bundesregierung gibt dafür jetzt also schon Milliarden aus. Warum? Weil die Bundesregierung sich ein großes Ziel gesetzt hat. Bis 2045 soll Deutschland klimaneutral sein. Und wir wissen, eine große Rolle dabei sollen erneuerbare Energien spielen. Aber das Problem ist, dass Strom aus Sonne oder Wind, dass die nicht überall einsetzbar ist. In der großen Industrie zum Beispiel, bei Stahl oder Chemie, da ist der Energiebedarf so groß, da braucht es eine Alternative. Und die Bundesregierung, die setzt da jetzt auf Wasserstoff. Wasserstoff ist gerade der Hoffnungsträger, um die Wirtschaft in Deutschland zu dekarbonisieren, also um sie klimafreundlich zu gestalten. Du hast das Ziel genannt, bis 2045 klimaneutral zu werden. Wie ambitioniert ist das denn? Naja, ich würde sagen, das kommt immer ganz drauf an, wen man fragt. Das Problem hierbei ist, dass die ganze Technologie zwar entwickelt ist, aber die ganze Infrastruktur dahinter noch in den Kinderschuhen steckt. Es gibt noch überhaupt kein Verteilernetz, mit dem dieser Wasserstoff erstmal zu uns nach Deutschland kommen kann und mit dem wir ihn dann auch in Deutschland verteilen können. Das heißt, es ist ein Problem, weil sich alle Seiten fragen, wird es denn was mit dem Wasserstoff? Einerseits sind da die Abnehmer, die Industrie, die Wirtschaft, die sagt, naja, soll ich jetzt wirklich meine Anlagen für viel Geld auf Wasserstoff umrüsten, wenn ich noch gar nicht weiß, ob wir in ein paar Jahren wirklich ein zuverlässiges Netzwerk haben, was mir diesen Wasserstoff auch liefert. Auf der anderen Seite sind dann eben die Energielieferanten, die sich genau überlegen, naja, sollen wir jetzt wirklich viel Geld investieren in ein Netzwerk, das wir bauen, wenn wir noch gar nicht wissen, sind die Abnehmer denn überhaupt bereit, ihre Anlagen umzurüsten? Das ist ein Teufelskreislauf oder, wenn man so möchte, ein Henne-Ei-Problem. Und genau das möchte die Bundesregierung jetzt lösen mit viel Geld, um diesen Wasserstoff eben marktfähig und auch in Deutschland verbreiten zu lassen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, woher soll der Wasserstoff nach Deutschland kommen? Der Wasserstoff, den können wir in Deutschland selber produzieren. Wir haben es gerade im Erklärbeitrag gesehen, durch die sogenannte Elektrolyse. Dazu braucht man eigentlich nur Wasser und, wenn man möchte, saubere Energie. Das Problem ist allerdings, dass dieser Prozess sehr energieintensiv ist. Und wenn man sich das dann mal durchrechnet, dann merkt man, das können wir gar nicht in Deutschland alles schaffen. Der Energiebedarf, den wir an Wasserstoff in der Zukunft haben werden, der ist so groß, das können wir gar nicht alles in Deutschland selber herstellen. Deswegen plant die Bundesregierung, dass wir einen Großteil, bis zu 70% ungefähr, aus dem Ausland importieren. Und dazu hat die Bundesregierung schon mehrere Partnerschaften abgeschlossen mit über 40 Ländern. Und sie möchte dann, dass in Zukunft eben der Wasserstoff zum Großteil auch aus dem Ausland zu uns kommt. Wie gut kommt Deutschland denn insgesamt bislang voran beim Thema Wasserstoff? Es läuft noch ein bisschen schleppend, gerade wenn man bedenkt, dass die ersten Förderbescheide für die Unternehmen, die hat vergangene Woche Bundesminister Robert Habeck verteilt, da haben einige Unternehmen über 3 Jahre lang gewartet. Und auch wenn man sich jetzt die aktuelle Strategie der Bundesregierung anschaut, dann ist das noch nicht sehr detailliert, dann ist da noch vieles im Wagen. Die erste Pipeline, die nach Dänemark oder aus Dänemark zu uns kommen soll, die soll erst in 4 Jahren vielleicht fertiggestellt werden. Und andere Pipelines oder andere Wege, auf denen Wasserstoff zu uns kommen soll, die sind vielleicht grob beabsichtigt, aber da hat es noch nicht angefangen, irgendwie konkreter zu werden. Das heißt, es ist noch eine ganze Menge zu tun. Die ganze Infrastruktur, das steckt alles noch in den Kinderschuhen und es wird eine ganze Zeit dauern, bis sich der Wasserstoff in Deutschland etabliert hat.
Und wie reagiert die Opposition im Bundestag zu der neuen Importstrategie? Die schaut sich das Ganze natürlich sehr kritisch an und die bemängelt vor allem, dass Deutschland hier alleine vorprescht. Wasserstoff ist, weil es dann irgendwann auch klimaneutral eingesetzt werden kann, nicht nur bei uns heiß begehrt, sondern in ganz Europa. Und es ist noch nicht sehr viel verfügbar. Das heißt, wir kämpfen in Europa um ein knappes Gut. Und die Opposition, vor allem CDU und CSU im Bundestag, die kritisieren, dass hier jeder sein eigenes Süppchen kocht und dass wir uns in Europa gegenseitig einen Preiskampf quasi aufzwängen. Wir haben das ja so ähnlich erlebt bei der Beschaffung von Impfstoffen in der Corona-Pandemie. Da hat jedes Land selber versucht, etwas zu bekommen und dadurch sind die Preise enorm gestiegen. Die Union, die schlägt deshalb vor, dass man das Ganze auf europäischer Ebene löst und gemeinsam in Europa den Wasserstoff beschafft. Soweit also die Einordnungen aus dem Hauptstadtstudio. Jannik Penz, Dankeschön nach Berlin.